Tages den Weltmeister im Querfeld einfahren von heute. Herzlichen Glückwunsch, Mike Kluge aus Berlin. Vor wie vielen Stunden Weltmeister geworden? Was war das gewesen? Vor 6, 7 Stunden. Das hatten Sie erwartet? Ja, also ausreden habe ich mir eigentlich einen Platz in den ersten 5. Eigentlich ein bisschen habe ich mir doch einen Platz auf dem Treppchen erhofft. Aber dass es nun ganz weit oben war, das habe ich eigentlich nicht gedacht. Wie das passiert ist, das gucken wir uns jetzt an in einem kurzen Bericht von Klaus Angermann. Die Sturzgefahr ist dann geringer. Er muss sich nicht auf das Hinterrad des Vordermanns konzentrieren, auf diesen Schnee- und Eisparcours mit vielen Abfahrten, die wir leider nicht im Bild sehen. Die neuralgischen Stellen, wo der Fahrer alles aufbieten muss an Steuerkunst. Aber auch das fahrerische Können war hier auf diesen 7 Runden im herrlichen Münchner Olympiapark gefordert. Das Mike Kluge SC Charlottenburg, ein traditionsreicher Verein, hat endlich einen Weltmeister. Und er geht unter für die Kameras des Fernsehens, der neue Weltmeister. Und jetzt ist er schon da mit seinem Trainer Klaus Jürdens. Auch Ihnen herzlichen Glückwunsch. Sicher hätten Sie doch lieber erstmal ein bisschen gefeiert, oder? Ja, sicherlich. Wir wollten eigentlich normalerweise, also die ganze Cross-Mannschaft wollte man ein bisschen feiern, aber ich wollte halt lieber ins Studio kommen. Sie fahren auch auf der Straße. Gibt es Querfeldeinfahrer, die nichts anderes machen als das? Oder wie ist das zuzuordnen? Nee, das gibt es schon. Also das extrem praktisch nur Radfahrer, Querfeldeinfahren. Aber um, glaube ich, international richtig nach vorne zu kommen, muss man, glaube ich, auch richtig auf der Straße fahren. Denn dieses Straßentraining und Straßenrennen ist, glaube ich, eine Grundlage für die Crossfahrer oder Crosssaison und genauso umgekehrt. Herzlichen Dank.